Willkommen zurück zu Rome 2 Total War, der imperialen Kampagne mit dem Königreich Pontus. Hier ist wieder Fabi. So, in der letzten Folge haben wir ja hier Palmyra wieder an die Seleukiden verloren. Die haben hier noch einen Elefanten. Du kannst Pontus dienen, indem du Palmyra wieder zurückeroberst. Kann ich hier hin? Ja, hier kann ich durch. Zu euren Diensten. Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Ach, jetzt kann ich nicht mehr plündern. Ich hätte ihn jetzt gerne hier hingestellt und geplündert. So wie es er bei mir macht. Wenn ich jetzt Tyros auch noch verliere, geht es mit mir wieder ziemlich schnell den Bach runter. Dura ist auch alles außer sicher. Hier drüben. Denn mit denen bin ich auch verfeindet, mit Media. Hier nämlich. Die sind ja, glaube ich, ein Klientelkönigtum oder eine Satrapie von den Seleukiden. Solange ich diese blöden Seleukiden noch habe, kann ich mit denen nicht unabhängig Frieden schließen. Wenn es so weitergeht, kriege ich in Tyros auch noch einen Aufstand. Was? Flotte der Seleukiden. 11 Einheiten, beziehungsweise 11 Schiffe. Das ist so grauenvoll. Da hier steht immer nur dieser blöde Spion in der Gegend rum. Ich würde euch jetzt gern hier drüben wegplätten, eigentlich. Ist die Speerkämpfe Mob, Steinschleuderer, Steinschleuderer. Eigentlich hätte ich Bock, euch wegzuplätten, aber ich komme nicht auf die Insel vernünftig. Außerdem habe ich genug Probleme mit den Seleukiden am Festland. Geh du mal da runter. Könnte ich mit dir hin? Wenn einer hinfällt, wird er zurückgelassen. Du gehst da runter. Wie lautet euer nächster Befehl, mein Herr? Oh, ich plätte ich jetzt einfach gnadenlos weg. Das ist mir jetzt wurscht, ey. Die gehen mir so sehr auf den Senkel, die blöden Seleukiden. Wie kann ich Pontus dienen? Ihr seid immer noch im Gewaltrudern. Schmeißt die Schiffe mal weg. Und hol dir dafür welche von mir. Tudero-Sperre. Feuertopf sind natürlich lustig. Weitere Schiffe werden rekrutiert. Holst mir mal 3 Stück davon. Da kosten mich 3 Schiffe so viel wie 1 von den Söldnerschiffen. Deswegen mache ich das lieber so. Jetzt gucke ich mal, ich brauche noch eine Technologie. Was haben wir denn da? Militärhafen, das ist natürlich schon mal gut. Oder Docks. Militärhäfen sind natürlich sehr mächtig. Aber Hoplitenkaserne ist auch wichtig. Wirklich die Rekrutierung von Streitern mit Rang 1. Na, dann machen wir auch das mal, weil Streiter bräuchte ich auch mal noch. So. Ich weiß nicht, ob ich hier das Dorf erstmal ausbauen soll überhaupt. Denn wenn jetzt Media auf die Idee kommt, mich anzugreifen, dann habe ich das Ding gleich wieder verloren. Gucke ich lieber mal hier oben, was ich hier noch sinnvollerweise bauen könnte. Wie viel öffentliche Ordnung habe ich hier? +1. Na toll, da brauche ich auch nichts bauen. Außer ich baue irgendwann mal noch den Tempel aus. Kommt aber im Moment nicht in Frage, ich habe zu wenig Nahrung.
Wie kann ich Pontus dienen? Wie sieht's hier inzwischen aus? Gut, 61% hellenistisch. Ja, ich habe, glaube ich, in der Runde soweit alles erledigt. Deswegen gehe ich mal in die nächste und guck mal, dass ich jetzt die Seleukiden wegkriege. Ich habe meine ganzen Armeen ja jetzt zusammengezogen. Also gehe ich jetzt von aus, dass Syrakus diese Runde vernichtet wird. Ah, ich werde angegriffen, okay. Und zwar von dem ganzen Trupp hier wieder. Lassen wir uns doch mal überraschen. Aber selbst wenn ich da jetzt zurückgeschlagen werde, habe ich immer noch hinten meine zwei Fullstack-Armeen stehen, die hier einfach die wegplätten werden. Das ist so überflüssig, was die gerade machen. Gut, ich muss stellen. Zu euren Diensten. Stellt euch auf. Steinschleuderer. Für immer Quatsch, Knoll. Verkehrt. So. General! Der General schön breit aufstellen. Unsere Speere sind die euren. Zu Befehl. Bereit zum Einsatz. Gut, ihr macht eine Phalanx. Ansonsten starten wir das Ding. Wir müssen eh gucken, was jetzt kommt. Wir haben sie zu uns kommen lassen. Wir haben sie dieses Gefecht wählen lassen. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Dass wir schwach oder gar feige sind? Nein! Wir haben dafür gesorgt, dass sie sich übernommen haben. Und heute werden wir sie niederschlagen. Ich hab schon gesagt. Gut, da müsste ich jetzt natürlich schauen, dass ich die dann im rechten Moment hier in die Standhaft-Funktion setze. Die können trampeln, okay. Hier kommt jetzt die ganze Verstärkung rein. Königliche Petasten, Hügelmänner, östliche Schleuderer, leichte Kaff, östliche Speerträger, leichte Kaff. Ach, da kommen seine Kataphrakte, na toll. Die könnten mir noch ein bisschen zum Verhängnis werden. Ich verteidige natürlich auch auf offenem Feld, ne? Ich hätte vielleicht hier oben irgendwo hingesollt. Zum Glück gibt's die Möglichkeit ja noch. Die mal schnell hier zum Hügel. Bis der sich hier einigermaßen formiert. Der hat auch nur noch zwei indische Elefanten. Meine müssten das eigentlich packen, noch rechtzeitig da hochzukommen, bevor der hier in Stellung geht, um mich anzugreifen. Das Silberschwertkämpfer. Wo hat der diese ganzen Einheiten her? Das ist doch nicht normal. Die sind total im Eimer, die Seleukiden. Und krachen hier noch Einheiten auf. Das gepanzerte indische Elefanten. Silberschwertkämpfer. Wo waren sie hier? Kataphrakte. Ich verstehe es nicht, wo der die Einheiten her hat. Kann man sich ja nur auf dem Hügel verschanzen, anders geht's ja nicht.
Außerdem bin ich dann fast abgesichert hier von der Seite. Da kann mir also keiner in die Flanke fallen. So, sie haben sich in Bewegung gesetzt. So, jetzt müssen sie sich noch umformieren hier. Einmal komplett drehen. So, die Pikeniere stellen wir dann gleich wieder in ihre Phalanx. Piken bereit! Formt eine Phalanx! Das ist immer gut, wenn hier der Truppenführer immer dann durch die ganze Phalanx durch muss. So, und jetzt müssen sie kommen. Jetzt müssen sie kommen, deswegen gehen wir mal in den Schnellvorlauf. Eine Phalanx in der Steigung ist eigentlich unbesiegbar. Die müssen den Berg hoch gegen eine Phalanx, also... Die Elefanten kommen natürlich wieder vorne weg, ne? Das ist ganz klar. Da sie gleich wieder reinmädern in meine Formation. Ich werde gleich mal meine Steinschleuderer dann auf die gepanzerten Elefanten schicken. Was hat der vor? Der kommt doch da außen nicht rum. Jetzt müssen wir mal hier ins Langsame wieder. Die wollen sich hier unbedingt opfern. Zwei Elefanten können eigentlich nichts reißen. Die wanken direkt wieder, ne? Diese blöden östlichen Speerträger, wenn die immer gar nichts können. Die Phalanx steht noch einigermaßen. Gott, meine Phalanx gibt auf. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Rettet den General, rettet den General, rettet den General. Schneller! Sonst aufgeben, du Idiot! Das war ein wenig viel, okay. Lieber zurückziehen, bevor man seine ganze Armee verheizt. So behalte ich wenigstens meine Truppe. Der zieht sich halt hier auch die ganzen Truppen dazu, das ist so... Rückzug! Jetzt kann ich mich nicht mehr zurückziehen. Er kommt wieder mit dem ganzen Geschwattel da an. Verliere ich jetzt die ganze Armee. Also gut, nochmal spielen hier. Ich
muss unbedingt diese blöden östlichen Speerträger loswerden. Die zersauen mir immer die ganze Ausstellung bei mir. Weil die nicht standhalten können. Es regnet. Schön. Hier war die Geniere! Die Geniere formt eine Phalanx! Versucht's doch, ich stelle mich jetzt gleich hier oben hin. Beziehungsweise ist es vielleicht nicht so optimal. Wie wäre es mit hier? Die Pfeifen dahinter. Zwischenrein. Wie ihr wünscht. Macht euch bereit, Männer! Macht euch bereit! Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, ja. Ich lasse es jetzt schnell ablaufen, weil wir haben eh wieder keine Chance gegen die. Da er erstmal wartet, bis seine ganze Verstärkung da ist und dann greift er erst an. Komm, beeilt euch. Gemütlichen Schrittes kommen sie anmarschiert. Ich werde mich so an euch rächen, wenn ich jetzt dann meine anderen Armeen steuern kann. Dann seid ihr so fällig. Ich wollte ja eigentlich nur zur Verstärkung hinzuziehen. Und was passiert? Er greift natürlich die Armee an. Ist logisch, weil es die schwächste ist. Kann der hier noch Kampfrhythmus? Neuer Aufschwung. Ich kann aber keine Einheiten zurückziehen. Das ist das Blöde. Trampeln. Nachdem ich eh nicht zurückziehen kann. Presche ich jetzt mal vor hier. Bereit! Unser General wird angegriffen. Ich presche jetzt einfach mal vor. General gegen östliche Speerträger. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Die königlichen Petasten, vielleicht können wir uns die krallen. Ich meine, Petasten sind immer noch Petasten, auch wenn es königliche sind. Die Kavallerie bricht wieder in meine Phalanx, okay. Und scheitert kläglich. Es ist eh klar, das sind wieder diese blöden. Komm, du kommst da noch raus. Unser General ist gefallen. Gut, General ist gefallen, ist die Sache eh gegessen. Steinschleuderer! Mal gucken, dass wir an der Phalanx noch aufreiben, was geht. Ich meine, die Phalanx schlägt sich schon mal nicht schlecht, aber sie bricht jetzt zusammen. Also,
zu viel Verluste in der Phalanx ist natürlich schlecht, weil dann hält sie nicht mehr. Männer wanken. Ja, die Armee wird jetzt komplett vernichtet. Befehl verstanden. Aber dieses Mal haben die auch höhere Verluste gehabt. Das ist ein schändlicher. Immerhin, dieses Mal hatten sie 350 Mann Verlust. Ich habe meine Armee wahrscheinlich komplett verloren. Tja. Tja, die Armee ist komplett weg, ja. Da ist nichts mehr übrig. Doch. Doch, ich behalte die Armee, okay. Aber der General ist halt tot. Jetzt umstellen sie mir noch, Tyros. Die Stadt werde ich wahrscheinlich auch noch los, okay? Aber das zeige ich euch dann im nächsten Teil. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.